Einheiten, alle Einheiten 1199, Einsatzcode 3, Beacon Nervenklinik. 1-4, verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1-4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit einem Beacon. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Dazu. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Kapitel 1. Ein Notruf. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play The Evil Within. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, habe aber jetzt schon Angst, ein wenig Respekt vor dem, was uns hier erwarten wird. Aber nun gut, wow. Wow, riesig für so eine Nervenheilanstalt. Ich habe noch nicht angespielt, also ich habe vorhin eine kurze Testaufnahme gemacht, um zu schauen, ob alles läuft. Aber ich weiß noch gar nichts. Oh, das wird so toll, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Aber wie gesagt, ein bisschen sitzt mir die Angst dann doch schon im Nacken. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Okay. Ja, Mensch. Das sieht aus, wie es in einer Nervenheilanstalt aussehen muss. Oh mein Gott. Ja, das waren die Schwestern. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Ach du Scheiße. Zum Glück nicht viel Blut. Hier lebt noch jemand. Was? Da lebt noch jemand? Heilige Scheiße. Okay. So, wo lebt noch jemand? Da an der Rezeption? Die sieht ein wenig tot aus, würde ich behaupten. Ah, hier. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay. Die Überwachungskameras. Er schleicht so, ne? Irgendwie läuft er so langsam.
Okay. Was macht der da? Ich kann die Kamera leider nicht weiter nach links drehen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. So, der hier hat ein Messer in seiner Brust stecken. Können wir das irgendwie nehmen? Nee, noch nicht. Das erinnert mich ganz, ganz gewaltig an Outlast, was ich ja nie gespielt habe. Ich habe nur ein Let's Play dazu gesehen. Mittlerweile habe ich mich endlich mal getraut, aber nun gut. Ah, Mist. Und nochmal? Nein, auch nicht. Komm schon. Jetzt aber. Jawohl. Sehr gut. Heilige Scheiße, ist das krass. Wir sind gerade in der ersten Folge, im ersten Kapitel und hier geht es sofort schon zur Sache. Ich möchte erstmal wissen, was hier mit der Steuerung ist, was ich so alles machen kann. Okay, so kann ich mich ducken. Schleichen. Ja, okay. Oh Mann. Der Dicky da, der Metzger, so nenne ich ihn jetzt einfach. Was? Was? Er geht weg. Ah, ich muss wahrscheinlich hinterher, ne? Ich muss wahrscheinlich hinterher. Ich würde aber gerne wissen, was hier noch so ist. Okay, gar nichts, wie es aussieht. Die Musik dazu. Creepy und ekelhaft. Und er kommt wieder. Okay. Ich hätte wahrscheinlich direkt hinterher gehen müssen. Ich glaube, so kann ich nicht vorbeischleichen. Was tust du? Warum? Warum tust du das? Okay. Ah, da hängt ein Schlüsselbund. Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Alles klar. So, jetzt frage ich mich nur, wo muss ich hin mit dem... Nein. Nein, 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 nein. Wo muss ich hin mit dem... Hat er mich gesehen? Oh, 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 oh. Ja, gut. So schnell kann's gehen. Okay, drücke einmal A, um die Tür langsam zu öffnen, mehrfach hintereinander, um sie aufzutreten. Okay, also, Moment. Ich würde nur gerne wissen... Der Schlüssel, ne? Ist der hier irgendwo für eine Tür? Ah, da kommen... da kommen die Leichen durch den Schacht. Ah, für diese Tür ist der. Alles klar. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Er läuft wirklich sehr langsam. Gut, ist natürlich in der Situation auch realistischer, aber... Aber nun gut, so, komm. Schlüssel nehmen. Ja, gewöhnliche Schlüssel. Und direkt wieder zurück. Dieses langsame Laufen, das irritiert mich tatsächlich ein bisschen. Okay, jetzt schnell, schnell. Oh, oh. Ja. Es geht nach oben. Das ist hoffentlich was Gutes. Kontrollpunkt, alles klar. Ganz vorsichtig, ja. Der hört uns doch sowieso gleich. Das weiß ich doch. Boah.
Lauf, 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 lauf. Nicht nach hinten gucken. Durch die Tür. Shit. Nein! Nein! Humpel schneller! Humpel schneller! Ach du Heilige! Da unten! Rein! Ist das cool? Wow! Das bitte. Schön, wir tauchen hier einmal komplett in den Kessel voll Blut und unser Hemd ist trotzdem noch weiß. Wie krass ist das bitte? Oh mein Gott, das gefällt mir jetzt schon. Achso, wir müssen natürlich nach oben klettern. Das gefällt mir jetzt schon voll gut, aber trotzdem. Holy moly. Okay. Echt, dass es in der ersten Folge so zur Sache geht. Ich dachte, jetzt kommt erstmal so ein bisschen... Ja, Story, damit man so ein bisschen reinkommt. Kontrollpunkt, alles klar. Ach, wie geil. Ich bin leicht zu begeistern. Noch ist da hinten eventuell was drin. Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay. Sind wir jetzt... in der Kanalisation oder in einem extra Abwassersystem irgendwie von der Nervenheilanstalt. Hey. Ich liebe es ja, in irgendwelche Flüssigkeiten zu springen. Vor allem seit Silent Hill Homecoming, wo gerne auch mal Gegner aus dem Wasser rauskommen. Aber gut, wir haben noch keine Waffen und nichts. Deshalb denke ich, dass da noch nicht so viel krasser Shit passieren wird. Da ist eine Tür. Ein... Wo geht's hier raus? Ja, jemand im Rollstuhl. Oh, alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Tank führt, zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Okay. Am Ende der Kanalisation... Ich dachte gerade, da wäre irgendwas. Hier ist eine Kette. Ah, okay, gut. Das wird halt also auch angezeigt, irgendwelche Objekte, mit denen wir dann interagieren können. Man sieht es ja, die blinken so ein bisschen auf. Okay, dafür brauchen wir aber Schlüssel. Na gut, ich gehe jetzt erstmal hier hoch, weil die anderen Türen wären wahrscheinlich auch verschlossen gewesen. Schon ganz gespannt nach oben schauen, was uns da erwartet. Okay, Zellen, oder? Das ist auf jeden Fall der Raum eines, ja, Wärters oder so, denke ich mal. Irgendwas hier. Notiz aus Heizraum, 13 Uhr. STEM-Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellen-Synchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte,
Blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr. Er, dieser Mann, ist aufgetaucht. Okay. Gut, gut. Da ist eine Tür. Kontrollpunkt. Das ist sehr schön. Oh, wie krass das sein muss, ne? So dermaßen zu humpeln. Ich meine, er kann ja gar nicht auftreten mit dem Bein. Er hüpft ja... Er hüpft ja gerade nur. Leute, ich habe so das Gefühl, wenn ich das hier durchschaffe und überlebe, dann kann ich auch Outlast spielen. Das ist dann gar kein Problem mehr. Okay... Also ist der da hinten im Raum, ja? Dann ducke ich mich mal lieber. Das geht gar nicht. Wo ist er? Der... Okay, go, 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 go. RB. Das gesehen? Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sich deine Gesundheit bis zu einem... Warum hat er das gesehen? Oder gewusst? Ich meine, ich habe mich nicht bewegt. Ich habe halt die Kamera ein bisschen gedreht. Gut, vielleicht hätte ich einfach schneller drin sein müssen. Okay. Das packen wir. Okay, ich werde jetzt... direkt reingehen. Ja, RB. So, dann komm mal her, Dicky. Na komm, 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 komm. So. Ich fasse jetzt das Gamepad nicht mehr an. Ich werde die Kamera nicht mehr drehen. Ich glaube, es klappt, ne? Ja. Es klappt, er geht wieder. Na komm, geh raus. Geh raus, mein Freund. Oh oh. Der zerlegt da einfach alles. Ist der jetzt weg? Ich glaube nicht, er hat ja die Tür aufgewämst, oder? Ich glaube, er ist weg. Hallo? Oh, er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück, oder? Wo ist der? Da hinten ist er. Okay. Symbol für Alarmbereitschaft von Gegnern. So, Steuerung, Information. Nähe. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. Entdeckung. Ein Gegner hat dich bemerkt. Also so halbes Auge und ganz offen. Okay. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn ich einen Gegner entdeckt hat, erscheint das Entdeckungssymbol. Ach ja, tatsächlich. Ich glaube, ich muss einfach... Komm, komm. Ja, 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 ja. Nähe, Nähe, Nähe. Okay, da kann ich unten durch, denke ich mal.
Scheiße. Hat er dich? Er hat dich, er hat dich. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Wieder zurück in unseren Schrank. Geh rein. Oh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, das wird nichts. Lauf, lauf, lauf einfach. Ich denke, das wird nichts. Wir werden jetzt gleich unsere Beine oder irgendwelche anderen Körperteile verlieren. Nope, nope, nope. Nope. Nein. Gut, Leute. Das war's für die erste Folge. Krass. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir macht es... Ich drück mal schnell auf Pause. Mir macht es bis jetzt super viel Spaß. Ich find's total cool. Und ja, neues Projekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt für diese tolle Horror-Action. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.